Hallo ihr Lieben, hier ist Silke. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute geht es mal wieder um eines meiner Lieblingsthemen. Heute geht es um Wildpflanzen, ganz speziell um drei besondere Wildpflanzen, die ich auch gerne als Superfoods bezeichne. Ich persönlich empfinde diese drei Wildpflanzen, Wildkräuter mit als die potentesten Pflanzen hier in unserer Region. Und der Vorteil dieser Pflanzen ist natürlich, dass sie kostenlos in der Natur zugänglich sind und dass sie auf eine ganz besondere Art und Weise unsere Gesundheit unterstützen. Heute geht es um die Brennnessel, den Giersch und den Löwenzahn. Hier auf meinem Kanal gibt es schon Einzelporträts von diesen Wildpflanzen. Ich habe diese drei Wildpflanzen auch schon in diversen Wildkräutervideos vorgestellt. Aber ich werde nicht müde, diese tollen Wildpflanzen zu promoten. Sie gehören auf alle Fälle mit zu meinen liebsten Wildpflanzen, die ich schon seit vielen Jahren in meine Ernährung integriere. Diese drei Wildpflanzen kommen fast überall in Deutschland vor und sind somit für jeden zugänglich. Und wenn ihr nicht alle drei in eurer Region findet, ein bis zwei Wildpflanzen von diesen drei tollen Superfoods findet ihr garantiert in eurer Umgebung. Und es reicht auch schon, wenn ihr eine dieser Wildpflanzen regelmäßig in eure Ernährung integriert. Ich bin wieder mal in meinem Brennnesselparadies. Hier wachsen ganz große Pflanzen. Haben schon eine beträchtliche Höhe erreicht. Und hier kann ich immer schön Brennnessel für grüne Säfte oder grüne Smoothies ernten. Die Brennnessel ist mit die wertvollste Wildpflanze, die wir hier in unserer Region haben. Schon Kneipp sagte, die Brennnessel räumt mit faulen Säften im Inneren gründlich auf. Das markanteste Merkmal der Brennnessel sind wohl ihre Nesselhaare. Damit hat wahrscheinlich fast jeder schon mal Bekanntschaft gemacht. Wenn man die Brennnessel berührt, dann spüren wir ein Nesseln auf der Haut. Das kommt von den Nesselhaaren auf der Brennnessel, die am meisten auf der Blattoberfläche zu finden sind oder auch am Stängel. Hier könnt ihr die Blattform der Brennnessel gut erkennen, von spitz zulaufend und der Rand ist gesägt. Diese Wildpflanze schmeckt spinatartig, leicht nussartig, ist reich an pflanzlichem Eiweiß und Mineralien. Die Brennnessel lässt sich auf verschiedene Art und Weise verwenden. Ihr könnt die Brennnessel auch direkt roh an der Pflanze essen. Das können sich viele Menschen aufgrund der Nesselhaare der Brennnessel überhaupt nicht vorstellen. Ihr seht jetzt hier eine Sequenz aus einem älteren Video von mir, wo meine Kinder zeigen, wie man die Brennnesseln roh direkt in der Natur essen kann. Kommen wir nun zur fünften Variante, Brennnesseln roh zu essen. Und die fünfte und sechste Variante sind die besten Methoden, weil man dann die Blätter ganz, ganz frisch von der Pflanze essen kann. So hat sie noch den höchsten Nährstoffgehalt. Los geht's mit der Variante Nummer 5. Und zwar nimmt man dann das Blatt und klappt das so um. Der Simon macht das hier schon ganz richtig, weil unten sind ja die wenigsten Nesselhaare oder kaum Nesselhaare. Und dann wird das Blatt genauso geklappt. Und die Spitze wird so ein bisschen nach vorn gekippt. Es wird so ein bisschen umgeknickt, genau. Und dann einfach das Blatt kleiner falten. Richtig klein falten und dann ein bisschen drauf rumdrücken. Da werden nämlich die Nesselhaare zerstört. Richtig schön noch ein bisschen drücken. Bist du bereit? Kann man die jetzt so essen? Ja, ich denke schon. Okay, dann lass es dir schmecken. Schmeckt nach Brennnessel. Wie schmeckt Brennnessel? Ein bisschen nussig. Pflücken. Ein kleineres Blatt. Ach, du wälzt? Ja. Okay. Wie soll ich das denn noch mal anziehen? Simon erklärt dir es. So, weil unten keine Stacheln. Ja, ich weiß. Aua. Unten sind die wenigsten. Und Simon, kannst du ihm das beschreiben, was er jetzt machen muss? Nee. Also, wenn du deine Brennnessel hast, musst du die erst so falten. Dann das so falten. Nummer 3.
Und dann so falten, also eigentlich nur die ganze Zeit falten. Meine drauf rumdrücken. Und warum drauf rumdrücken? Damit die Brennnesselhaare kaputt gehen. Die arme Brennnessel und jetzt? Jetzt kannst du es im Mund stecken und essen. Kommen wir jetzt zur sechsten Variante, wie man ein Brennnesselblatt ganz frisch von der Pflanze essen kann. Die Jungs machen es vor. Beide pflücken ein Blatt, natürlich von unten, weil unten befinden sich kaum Nesselhaare. Dann werden diese Blätter, was machst du, Simon? Du halbierst das Blatt oder knickst es nochmal so zur Hälfte um? Genau. Und dann? Dann wird es gerollt. Und dann wird es zwischen den Handflächen gerollt und damit werden auch die Nesselhaare zerstört und man kann dieses Blatt dann nach kurzer Zeit essen. Der Kleine, der Silas, hat es nicht so mit Wildpflanzen, aber er macht tapfer mit. Rollt sich seine Blätter und isst Brennnesseln. Die Brennnessel könnt ihr vielseitig einsetzen. Ihr könnt daraus Säfte pressen, für grüne Smoothies verwenden. Ihr könnt die Brennnessel auch dämpfen oder dünsten. Ihr könnt sie trocknen und so einen Vorrat für den Winter euch vorbereiten. Ihr könnt auch daraus Schokolade machen. Es gibt wirklich vielfältige Rezepte mit Brennnesseln. Ich verlinke euch oben in den Infokarten ein Video von mir, in dem ich aufzeige, welche Varianten es gibt, die Brennnesseln problemlos zuzubereiten und die Nesselhaare auszuschalten. Die Brennnessel wirkt blutreinigend, blutbildend und blutstillend. Außerdem wirkt sie entwässernd und entgiftend. Sie stärkt zudem das Bindegewebe und kann bei rheumatischen Beschwerden helfen. Hier habt ihr wunderschöne Exemplare von Girschpflanzen. Ihr könnt auch gut erkennen, dass so ein Blatt dreigeteilt ist. Übrigens ist auch der Blattstiel vom Girsch dreikantig. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hier so gut erkennen kann, aber ihr könnt es auf alle Fälle fühlen, wenn ihr draußen unterwegs seid und vermeintliche Girschpflanzen untersucht. Der Girsch ist sehr mineralstoffreich und er schmeckt wie eine Mischung aus Möhre, Petersilie und Sellerie. Am einfachsten ist es natürlich immer, die Wildpflanzen frisch in der Natur zu essen. Also einfach ein Blatt ernten und gründlich kauen. Ich habe meistens auch eine Schere dabei und dann ernte ich mit der Schere den oberen Teil der Pflanze. Nehme auch immer einen Teil des Stängels mit, weil der natürlich auch sehr wasserhaltig ist und dann auch dazu beiträgt, dass man eben eine gewisse Menge an Girschsaft gewinnen kann. Entweder ihr erntet mit einer Schere oder ihr pflückt den Girsch einfach so. Um einen grünen Saft aus Girschpflanzen zu pressen, benötigt ihr natürlich ein paar Pflanzen. Das dauert ein paar Minuten. Und dann könnt ihr euch daraus einen wundervollen, gehaltvollen, mineralstoffreichen, grünen, wilden Saft pressen. Fertig geerntet. Ein kleiner Bund voller Girschpflanzen. Das sind junge Girschexemplare. Die schmecken besonders gut, wenn man den Girsch pur essen möchte. Die jungen Blätter sind besonders zart und haben ein ausgezeichnetes Girscharoma. Der Girsch wirkt mild harntreibend und harnsäurelösend. Er wirkt auch krampflösend, abführend und entzündungshemmend und hat eine entsäuernde Wirkung. Diese Wildpflanze kennen wahrscheinlich die meisten Menschen hier in dieser Region. Vor allem auch dann, wenn diese Wildpflanze ihre leuchtend gelbe Blüte hervorbringt, die sich dann später zur Pusteblume verwandelt, um ihre Samen weiterzugeben. Die Blätter des Löwenzahns sind leicht länglich gezackt und wachsen in Rosettenform aus dem Boden.
Aus der Mitte einer Pflanze wächst dann ein hohler, runder Stängel empor, an dem dann später die leuchtend gelbe Blüte wächst. Der Löwenzahn ist für seinen bitteren Geschmack bekannt und damit auch eine geniale Wildpflanze für unser ganzes Verdauungssystem, vor allem für Leber und Galle. Wer den bitteren Geschmack des Löwenzahns mag, kann ihn natürlich pur essen. Je jünger die Blätter sind, umso milder ist der Geschmack. Je älter die Blätter des Löwenzahns sind, umso bitterer ist der Geschmack. In kleinen Mengen könnt ihr den Löwenzahn auch für grüne Smoothies verwenden oder auch für grüne Säfte. Also er eignet sich auch sehr gut zum Entsaften. Wenn ihr euch aus Löwenzahn gern einen Saft pressen möchtet, aber aktuell noch keinen Entsafter in der Küche stehen habt, dafür einen Mixer oder einen Hochleistungsmixer, dann könnt ihr auch die Löwenzahnblätter mit Wasser mixen, das Ganze durch ein Sieb geben und den grünen Saft dann trinken. Der Löwenzahn wirkt wundheilend, blutbildend und blutreinigend. Außerdem wirkt er entzündungshemmend und entgiftend und hat eine sehr gute lebereinigende Wirkung. Es gibt zwei Arten, wie ich diese drei Wildpflanzen am liebsten zu mir nehme. Ich habe es auch schon erwähnt, am besten so frisch wie möglich direkt in der Natur diese tollen Wildkräuter naschen. Ihr habt ja auch schon gesehen, wie man in der Natur direkt die Brennnesseln essen kann und wie man diese Brennnesselhaare dann direkt auch unschädlich machen kann. Die zweite Variante, die zweite Art und Weise, wie ich Wildpflanzen oder diese drei Wildpflanzen gern zu mir nehme, ist das Entsaften. Ich liebe Säfte aus diesen drei Wildpflanzen. Am liebsten mono, also jede Wildpflanze für sich, aber auch ab und zu eine Mischung. Und wenn euch das zu intensiv ist, also wenn ihr Wildkräuter noch nicht pur trinken könnt, also Säfte aus diesen Wildkräutern, dann könnt ihr zum Beispiel auch Stangensellerie oder Gurke dazu entsaften oder auch etwas Obst, am besten Äpfel oder je nachdem, welches Obst sich gut entsaften lässt. Ananas gehört zum Beispiel auch dazu. In den letzten 7 Jahren habe ich verschiedene Entsafter getestet und seit über 3 Jahren entsafte ich mit dem Angel Chooser und bin damit sehr zufrieden. Also meiner Erfahrung nach ist dieser Entsafter am besten für Wildkräutersäfte oder generell für grüne Säfte geeignet. Dieser Entsafter, der Angel Chooser, ist komplett aus Edelstahl und es gibt 4 Vorteile oder 4 Punkte, die mich bei dem Angel Chooser total überzeugen. Das ist seine Effizienz beim Entsaften. Das ist seine Robustheit, also mit ihm kann man wirklich Wildpflanzen, Wildkräuter entsaften, ohne irgendwas anderes Wasserhaltiges dazu zu entsaften. Also er hält das aus. Einige Entsafter, die ich in der Vergangenheit hatte, das Plastikgehäuse ist dann gesprungen. Da musste man dann wirklich immer wasserhaltiges Gemüse wie Stangensellerie oder Gurke dazu entsaften. Dann lässt er sich wunderbar leicht auf- und abbauen und auch sehr gut reinigen, vor allem wenn man grünes Gemüse, Wildpflanzen, grünes Blattgemüse entsaftet. Also ich kann euch diesen Angel Chooser auf alle Fälle empfehlen. Ich weiß, er hat seinen Preis und vielen erscheint das wirklich sehr teuer, aber er ist auch sehr effektiv. Für mich hat sich das Entsaften mit diesem Entsafter, mit dem Angel Chooser auf alle Fälle gelohnt. Bis zum 31. Juli, also bis zum Samstag, gibt es noch eine wunderbare Aktion in Zusammenarbeit mit Slow Juice. Es gibt 10% Rabatt auf den Angel Chooser und da der Angel Chooser ein hochpreisiges Gerät ist, der lohnt sich ein 10% Rabatt Gutschein. Ihr findet den Link zum Angel Chooser und auch den Rabattgutschein unter diesem Video bzw. im ersten angepinnten Kommentar. Übrigens gilt der Gutschein auch für alle anderen Produkte bei Slow Juice. Brennnesseln entsafte ich auch gern mit dem Angel Chooser. Ihr seht, ich habe hier eine Portion Brennnesseln und die gebe ich jetzt durch den Entsafter. Ihr seht, hier entsteht ein grüner Brennnesselschaum. Und da gebe ich das Wasser immer gleich gern mit durch den Entsafter, um das Ganze noch mal ein bisschen durchzuspülen, dass nicht so viel Brennnesselreste im Entsafter verbleiben.
Ein frisch gepresster Brennnesselsaft mit Wasser verdünnt. Aus so einem Bund Girsch presse ich mir gern einen frischen grünen Saft und ich verwende dafür meinen Entsafter, den Angel Juicer. Dieser ist sehr, sehr gut für grüne Säfte, vor allem für Wildkräutersäfte geeignet. Das ist dann das Ergebnis, ein hochpotenter grüner Wildpflanzensaft. Frisch gepressten Girschsaft verdünne ich immer noch mit Wasser. Eine größere Menge Löwenzahn wartet darauf, entsaftet zu werden. Milliliter frisch gepresster Löwenzahnsaft, ein sehr konzentrierter grüner Saft, ein sehr potenter Saft, den ich oft noch mit Wasser verdünne. Meistens gebe ich das Wasser gleich durch den Entsafter, da kann das Ganze gut nachspülen. Ich habe jetzt das 6-fache an Wasser zugegeben. Das ist eine ganz gute Mischung für mich persönlich. Wem der Saft noch zu bitter ist, der kann natürlich auch noch mehr Wasser dazugeben oder den Löwenzahn mit Gurke entsaften oder mit ein paar Früchten, zum Beispiel mit Äpfeln. Das ist eine Portion Löwenzahnsaft, verdünnter Löwenzahnsaft. Das ist jetzt die Hälfte des gepressten Saftes mit Wasser verdünnt. Die andere Hälfte, die gebe ich in eine Flasche und bewahre dann das Ganze im Kühlschrank auf und so habe ich dann morgen auch noch eine Portion Löwenzahnsaft. Demnächst wird es ein weiteres Video über Wildpflanzen geben. Ich zeige euch, welche Wildpflanzen ich im Sommer noch sammle und vor allem, wie ich sie dann weiterverwende, wie ich sie zubereite. Wenn ihr euch für Wildpflanzen interessiert, für Wildkräuter und Baumblätter, dann kann ich euch mein E-Book Gesund Grün Essen empfehlen. Dieses E-Book behandelt alle wichtigen grünen Lebensmittel und zeigt auf, wie sie unsere Gesundheit unterstützen. Und ein ganz großes Kapitel in diesem E-Book befasst sich mit den Wildpflanzen, wieso es wichtig ist, Wildpflanzen in die Ernährung zu integrieren. Ich habe über 63 Wildpflanzen, also Baumblätter, Strauchblätter und Wildkräuter beschrieben und am Schluss gibt es auch ganz viele Rezepte mit grünen Lebensmitteln und auch mit Wildpflanzen. Bis zum 5.8. bekommt ihr auch auf mein E-Book Gesund Grün Essen einen Rabatt, einen Sommerrabatt. Der Rabattcode für mein E-Book lautet Wilder Sommer und ihr bekommt 17% Rabatt. Wenn ihr euch für mein E-Book interessiert, ihr findet den Link unter diesem Video bzw. im ersten angepinnten Kommentar. Das war's von mir. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video inspirieren. Lasst mir gerne eure Gedanken und Meinungen zum Inhalt dieses Videos unter diesem Video. Ich freue mich über regen Austausch. Ich wünsche euch jetzt noch eine wundervolle Woche, ihr Lieben. Lasst es euch gut gehen. Ich wünsche euch auch ganz viel Zuversicht, Mut und Hoffnung. Alles Liebe. Bis bald.